So, willkommen zu einem neuen Video, zu den 2000 Videospezial. Ja, manche haben mich gefragt, weil ich habe ja dieses Video eigentlich schon als Short gemacht. Ja, und da hat jemand schon gefragt, ob ich das Video mal ein bisschen länger machen kann, weil der hat die Filme und das nicht so richtig gesehen und alles, was überhaupt hier alles zur Verfügung hier steht. Ja. Ja, könnt ihr das mal genauer sehen? Eine Musik-CD. Meine 5. Mein 1080p HD-Fernseher. Da liegen ein paar Controller. Oben sind drei Controller, zwei 4-Controller und ein 5-Controller. Da ist meine PlayStation 3 Slim. Da ist die PlayStation 4. Das hier oben ist das PlayStation-Mikrofon, das ich für die Aufnahmen immer benötige. Jo. Dann hier vorne, da oben ist noch ein 3-Controller. Der noch ein 3-Controller, zwei Switch-Controller, die man auch fürs Handy nutzen kann. Ja. So, dann ist hier ein bisschen Zubehör hier drin. Da ist sie, meine Lieblings-Switch. Von Karmesin und Purpur. Daneben noch eine Wii. Hier seht ihr meinen Surround-Player. Da läuft gerade der Film Auf der Flucht. Obwohl ich den auf Stopp gemacht habe, kommt gerade ein Bonusmaterial. Seht ihr hier vorne? Ja. Erklären, also so eine Art Making-of und so ist das. Ja. Hier unten ist meine Baustellenanlage. Ihr habt sicherlich schon gesehen, da vorne war früher die Panasonic-Anlage. Ja, und da habe ich einfach mir mal Zeit genommen und habe mir meine Baustellenanlage mal wieder zusammengestellt. Da unten sind die anderen beiden Teile, zwei CD-Player, der Verstärker. Jo. Da unten das Kassettendeck. Jo. Hier ist mein PC-Desktop, wo man richtig sehen kann, was ihr an Speicherplatz zur Verfügung habt. Die Windows-Festplatte natürlich wie immer, die kleinste, wird aber aufgerüstet bald. Die 1 TB. Da unten ist die 6 TB. Da ist ein USB-Stick. Das ist Recovery, also für Windows-Herstellung. Hier ist meine kleine Mini-Festplatte, die 2 TB. Und da unten ist nochmal die 5 TB. Ja. Und die kleinen Festplatten, das ist nämlich diese hier. Das ist die kleine 2 TB, ja. Das da vorne ist die 5er. Und hier unten ist die 6er. Ja. Dann geht's erstmal weiter. Könnt ihr erstmal die Filme am besten genauer sehen. Ja, bei mir gibt es eigentlich kein typisches Genre. Ich gucke eigentlich so gut wie alles. Also angefangen von Animationsfilmen bis Action und so. Ist eigentlich alles dabei. Komödien und so was. Bei Musik gibt es auch keine spezielle Richtung. Jo. Dort sieht man das. Ziemlich geil. Also das ist wirklich ein sehr gutes Bild, dieser Fernseher. Das ist jetzt mit Absicht gemacht worden. Das ist so eine Art Rückblende. Diese Szene, deswegen schwarz-weiß. Hier sieht man es wirklich. Also der Fernseher hat es in sich, was Bildqualität angeht. Und auch hier aus den Teilen kommt was raus. Natürlich benutze ich aber die Surround-Anlage. Ja, hier ist noch die Animal Crossing Switch. Die kennen ja auch schon manche. Habe ich auch schon geunboxed. Und hier kommen die nächsten Filme. Ja. Hier vorne ist ein kleiner Teil von den Blu-rays, die ich hauptsächlich für den PC benutze und für den Server. Die Blu-rays hier. Für den Privatserver. Ist das zum Glück in Deutschland ja anders als in Amerika. Ja. Hier, wo das Mad Max Poster ist, soll später ein Regal hin. Ja, hier unten sind auch noch ein paar Filme. Ja, da sieht man, warum ich ein Regal brauche. Hier unten stapelt sich auch schon was, da unten stapelt sich schon was. Ja, und hier hinten ist auch noch ein bisschen was. Ja, deswegen ja. Da unten ist mein PC. Ja, aber da wird bald ein neuer kommen. Bisschen modernisiert mit RGB und so und schon Prozessor. Da ist ein AMD 2600 drinne. Und so, ach, das ist auch kein PC zum Zocken oder so. Ist ein reiner Media-PC. Ja, und dafür werde ich ihn auch lassen noch.
Ja, und hier ist die andere Box, die ich jetzt auf die Baustandanlage dran habe. Früher waren sie bei der Panasonic. Hier ist eine von den Zaron-Boxen. Gleiches Disco-Licht. Hier vorne. Viele wollten wissen, was das ist. Ihr könnt das genauer sehen. Das ist nämlich meine LED-Taschenlampensammlung. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr, aber die passen schon nicht mal hin da. Ja. Oder Powerbank und sowas. Oh. Ja, da kann man. Da hinten ist noch eine Box. Dann kommen wir zu meinem Hauptregal. Das kennen ja auch schon manche. Hat sich nicht so viel geändert, nur ein paar Filme haben sich hier verändert. Und anderen, der gerade hinten an ist, auf der Flucht, die ich nachher noch gucken werde auf mein schönes Heimkino. Ja. Ein Kommentar fand ich richtig cool, der hat gesagt, ich habe ganz Netflix bei mir. Ja, da hat er noch nicht alles gesehen. Weil hier vorne in diesem Schrank, da lagern noch ungefähr 700 Blu-rays. Lagern hier drin noch. Ja, aber so viele Regale habe ich leider nicht, um die alle zu zeigen. Ich habe mal durchgezählt, wie viele Blu-rays ich habe. Knapp 800 sind das, also schon sogar schon mehr als die DVDs. Ich glaube, das waren irgendwas in der 700 oder so. Sind auch noch nicht alle DVDs. Hier unten im Bettkasten habe ich nämlich auch noch ein paar DVDs, ein paar Blu-rays. Hauptsächlich die Staffelboxen und das alles. Ja. Hier sind noch ein paar PC-Klassiker, auch wenn ich die nicht mehr spiele. Ein paar musste ich sogar schon bei einem Kumpel auslagern. Von diesen Ständern, die ihr hier seht, wo ich Zelda habe, davon habe ich noch ein paar mehr von. Ich will noch Mario und Kirby und so noch haben. Die gibt es bei GameStop. Hier oben PlayStation 4 Spiele. Natürlich sind das nur die, die ich auf CD habe. Die meisten habe ich auf Download. Ungefähr 800 Spiele sind das, wenn ich die Downloads mitzähle. Ja, Musik-CDs habe ich wirklich sehr viele. Ja. Die drei Spiele ganz hinten links, die bin ich noch nicht losgeworden. Die anderen habe ich meinen Kumpel alle gegeben, die guten. Weil ich keinen Platz mehr hatte für die PlayStation 1 Spiele. Nur die da oben, die werde ich nicht los, so wirklich. Ja, die PlayStation 3 Spiele behalte ich aber. Da sind einige gute Dinger schon bei. Ja. Hier sind ein paar DS, ein paar Switch-Spiele. Die meisten Switch-Spiele habe ich als Download. Weil ich ja die Switch hauptsächlich im Mobil benutze. Nur ganz selten wird mein TV mal gespielt. Ja, hier sind noch ein paar drei Spiele. Ja. Ja, das war von meiner kleinen Roomtour. Naja, ist ja nur eine Roomtour, weil das ist ja eine WG, leider. Deswegen ja, gibt es auch nur ein Zimmer hier zu besehen. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das war's dann erstmal für das Video. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.